Fall unserer Serie ist es so, dass wir es mit einer Bauklempnerei zu tun haben. Der Chef davon heißt Frank Körbelin. Er hat 50 Mitarbeiter und sagt, das sind viel zu wenig. Er braucht mehr, denn in Hamburg hat ein Bauboom begonnen. Es wird viel investiert in die Infrastruktur. Es werden viele Wohnungen gebaut und dafür braucht er ganz einfach Mitarbeiter. Und Herr Körbelin beklagt, dass er unter den Auszubildenden, unter den Menschen, die sich für eine Ausbildung bewerben, zu wenig geeignete Mitarbeiter findet. Und deswegen sucht er jetzt im Ausland. Wir haben Stefan Behringer begleiten können. Er ist Jobvermittler und sucht im Auftrag deutscher Firmen nach Mitarbeitern in Spanien. Er war also auch im Auftrag unserer Hamburger Bauklempnerei dort tätig und hat nach Klempnern gesucht, die dort arbeitslos sind. Er macht es im Prinzip so, dass er eine Präsentation hält für Interessierte, die er über bestimmte Portale anspricht und denen im Prinzip Deutschland erklärt, was sie hier haben, einen sicheren Job. Sie haben hier Urlaub, Sie haben hier Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und das sind alles Dinge, die natürlich dort gut ankommen, weil eben so viele Menschen dort arbeitslos sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht leicht für die Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Die meisten können überhaupt keine Fremdsprache und sie müssen Deutsch lernen. Das tun sie dann auch vor Ort noch in einem Sprachkurs, den ihnen der Jobvermittler schenkt. Aber auch dort treten natürlich viele Ängste auf, die die Menschen haben. Sie erzählen zum Beispiel ihrer Sprachlehrerin, dass sie Angst haben, ihre Familie zu verlassen. Dass sie Angst haben vor Deutschland, weil es hier so kalt ist. Dass sie Angst haben vor dem Arbeitsalltag in Deutschland, wo ja alles so diszipliniert abläuft und so geregelt und so pingelig vielleicht auch. Und so gibt es dann auch immer Menschen, die sich zwar interessieren, nach Deutschland zu kommen, aber letzten Endes dann doch nicht kommen und zu Hause bleiben. Wir haben Juan Francisco Cuello kennengelernt. Er wohnt in Benissa, das ist so eine Stunde von Valencia entfernt. Er wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern, weil er seine Wohnung verloren hat. Er konnte sie nicht bezahlen. Seinen Job hat er verloren und er hat uns zu einem Haus geführt, an dem man ganz gut sehen kann, in welcher Krise die Region steckt. Die Region um Valencia hat sehr von dem Bauboom der letzten Jahrzehnte profitiert. Es wollte einfach jeder sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung haben. Und die Banken haben dafür auch gerne Kredite zur Verfügung gestellt. Und als dann die Finanzkrise kam, gab es auf einmal keine Kredite mehr, beziehungsweise die Banken wollten ihr Geld zurück. Es konnten viele nicht zahlen und deshalb mussten viele Menschen auch ihre Wohnung aufgeben. Und so war ab in der einen Hälfte im Prinzip eine Bauruine zu sehen, auf der anderen Seite ein fertiggestelltes Haus. Und das hat unserer Meinung nach ganz gut gezeigt, in welcher Situation er so steckte. Der zweite Kollege, der nach Deutschland kommt und den wir begleiten durften, heißt Isaac Banyuls. Er wohnt bei seiner Mutter. Er konnte sich es einfach nie leisten, eine eigene Wohnung zu haben, weil er schon früh arbeitslos geworden ist. Den beiden ging es in Spanien richtig schlecht, weil sie wussten, dass sie etwas können, nämlich dass sie Klempner sind. Und dass sie diesen Beruf dort vor Ort einfach nicht ausüben können. Es gab einfach viel zu wenig zu tun für sie. Und sie haben wirklich vieles probiert. Isaac ist zum Beispiel zum Aprikosenpflücken in die Schweiz gefahren. Aber es war immer so das Gefühl, ich kann meine Begabung hier nicht einsetzen. Und so war dieser Wegreise dann nach Deutschland. Und der Vorzug war für sie der Weg dazu, auch wirklich das einsetzen zu können, was sie an Fähigkeiten haben. Auf der anderen Seite ist auch, muss man sagen, in Spanien ist die Familie sehr stark. Also man verlässt eigentlich seine Familie nicht, man lässt die nicht im Stich. Von daher sind beide Spanier eigentlich mit gemischten Gefühlen nach Deutschland gereist. Am 30. September sind sie hier am Flughafen in Fuhlsbüttel angekommen und sie wurden von ihrem Chef Frank Körbelin abgeholt. Da haben sich die drei zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen. Man muss wissen, dass Herr Körbelin die beiden im Prinzip anhand ihrer Bewerbungsfotos ausgewählt hat, weil er meint, wenn er jemanden sieht am Foto, dann weiß er, was er kann. Verständigen konnten sich die drei überhaupt nicht, denn das mit der deutschen Sprache war dann an dem Abend doch noch nicht so weit, dass da eine gute Unterhaltung stattfinden konnte. Die beiden haben dann die erste Nacht im Hotel verbracht. Und am nächsten Tag durften sie dann ihre Wohnung in Wilhelmsburg beziehen.
Das ist im Prinzip eine Wohnung, die absolut in Ordnung ist, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die beiden Spanier wohnen dort in einer Art WG und waren doch einigermaßen beeindruckt auch von Wilhelmsburg und der Umgebung. Von außen sieht das Haus jetzt nicht so unbedingt schön aus, von innen ist es wirklich in Ordnung. Aber die beiden waren schon so beeindruckt, dass sie ihre neue Nachbarschaft zunächst Bronx genannt haben. Der erste Tag auf der Baustelle war sehr spannend für die beiden, denn ihr Einsatzort ist das Elbdeck. Das ist ein großes Wohnungsbauprojekt in Neumühlen, also direkt an der Elbe. Und um dort hinzukommen, muss man doch mehrere Male umsteigen. Und das war einigermaßen kompliziert für die beiden. Sie müssen dann doch irgendwann mal den falschen Bus erwischt haben und sind in die falsche Richtung gefahren, sodass sie dann am Schluss mit dem Taxi zur Baustelle gefahren sind und eine halbe Stunde zu spät gekommen sind. Sie sind sehr, sehr offen von ihren Kollegen aufgenommen worden und haben an den ersten Tagen einfach nur mal einen Einblick dafür bekommen, was dort eigentlich gemacht wird. Also die Mitarbeiter sind dafür zuständig, dort Bäder zu bauen und auch Rohre, Rohrleitungen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen zu verlegen. Und das haben die Mitarbeiter den beiden Spaniern in den ersten Tagen erstmal gezeigt, wie das in Deutschland gemacht wird. Sie haben dabei so Worte gelernt wie Gewindestifte oder Unterputzkästen. Das hatten sie vorher in ihrem Leben noch nie gehört. Und auch in diesem Crashkurs Deutsch, den sie in Spanien hatten, haben sie davon noch nie gehört. Und sie waren doch sehr aufgeregt in den ersten Tagen. Toll war, dass die Mitarbeiter wirklich ihre Kollegen total verständnisvoll waren. Sie haben sehr neugierig reagiert, haben viele Fragen gestellt, wie es denn in Spanien so läuft und haben die beiden auch einfach mal machen lassen. Zum Beispiel hat Isaac gleich am ersten Tag mal zeigen wollen, wie man einen Klokasten montiert und hat dabei sich gehörig ins Zeug gelegt und dabei einen riesen Dreck verursacht. Das würde normalerweise einem Angestellten dort ziemlich viel Ärger einbringen, aber die Kollegen haben ihn dann ganz groß gelobt für die Tat, die er da gerade vollbracht hat, und er hat dann auch dadurch neues Selbstbewusstsein gewonnen. Durften bei der Weihnachtsfeier dabei sein, und das war, glaube ich, für die beiden schon eine skurrile Veranstaltung. Der Chef Frank Körbelin hat dort eine Ansprache gehalten und hat sich auch bei den Spaniern bedankt, vor allen Mitarbeitern, wie sehr sie sich reingehängt haben in den ersten Monaten. Dann gab es deutsches Essen. Die Rotkohlsuppe kam, glaube ich, nicht so gut an. Auch, dass danach gebowlt wurde, gemeinschaftlich fanden die beiden, glaube ich, eher skurril. Aber man hat auch dort schon gemerkt, dass sie wirklich in ihrer Firma gut aufgenommen werden, dass sie dort auch Ansprechpartner haben und Kollegen, die sich um sie kümmern, also die auch mit ihnen Sprachübungen machen in den Pausen und sie abfragen. Das fand ich irgendwie ganz klasse. Die beiden haben natürlich auch Hamburg besser kennengelernt. Sie waren auf dem Weihnachtsmarkt, fanden den Glühwein, der dort ausgeschenkt wurde, doch ein bisschen zu süß und vielleicht auch ein bisschen zu kopfschmerzverdächtig. Aber generell wirkten die beiden am Ende des Jahres so, dass sie Hamburg so in ihr Herz geschlossen haben. Es lag auch vielleicht daran, dass sie Besuch hatten mittlerweile von ihren Freundinnen. Isaac zum Beispiel hat seiner Freundin St. Pauli gezeigt. Er war mit ihr am Hafen, ist mit ihr shoppen in die Europapassage gegangen und seine Freundin fand Hamburg gut. Und auch, dass es hier so kalt ist, fand Isaac auf einmal gar nicht mehr so schlimm, denn er sagte, ja, wieso, in den Häusern ist es doch geheizt, da ist es doch warm genug. Bei Juan ist es so, er sieht das hier, glaube ich, als Job. Juan hat uns erzählt, dass ihm vor allem hier der Lebensrhythmus zu schaffen macht. Er hat erzählt, dass er eigentlich nur rennt den ganzen Tag. Er steht morgens um 5 auf, dann rennt er zum Bus, dann rennt er zur Arbeit, dann rennt er zum Sprachkurs. Er hat kaum Zeit zum Essen und Spanier legen Wert darauf, ausgiebig Zeit darauf zu verwenden, zu essen. Und dass die Deutschen sich das Essen so schnell reinprügeln, daran kann er sich überhaupt nicht gewöhnen. Ich habe sie natürlich dann auch gefragt, ob sie meinen, dass es das Richtige war, hier nach Hamburg gekommen zu sein. Das haben beide eigentlich klar bejaht. Natürlich auch, weil sie keine Alternativen haben. Aber zum anderen, weil sie sich in ihrer Firma sehr wohl fühlen und weil sie auch von der Firma eben zurückgespiegelt bekommen, dass sie willkommen sind hier, dass es ihnen gut geht. Also ich glaube, dass die beiden deutlich länger als ein Jahr hier bleiben.
Das liegt auch daran, dass ihr Chef ein großes Interesse daran hat, sie hier zu halten. Er betrachtet das als Investition. Er sagt, ein Jahr muss er in sie investieren, ihnen hier die Unterschiede beibringen, wie das in Deutschland läuft. Und danach kann er sie hier voll einsetzen. Und in dem Fall würden sie auch wesentlich mehr verdienen. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Ansporn für Sie. Und darin sehen Sie natürlich auch Ihre Chance, dass Sie nicht nur Ihre Fähigkeiten einsetzen können, sondern dass Sie auch gutes Geld verdienen. Denn Ihre Familien zu Hause sind teilweise auf Ihre Unterstützung angewiesen. Die Mutter von Isaac zum Beispiel, die muss die Wohnung abbezahlen, die Ihnen, die der Familie gehört. Und wenn jetzt Isaac nicht hierher gegangen wäre, ich glaube, dann hätten die Familie vielleicht bald ihre Wohnung verloren. Letzten Endes muss man aber sagen, dass all diese Fragen, ob das sich auszahlt, diese beiden Fachkräfte nach Hamburg zu holen, ob wir eine Willkommenskultur haben, ob wir wirklich dadurch hier unser Fachkräfteproblem in den Griff bekommen, das wird sich erst nach einiger Zeit herausstellen. Und deswegen ist unser Projekt da auch auf lange Zeit angelegt und wir werden da auch weiter dranbleiben.